Daseinsvorsorge bedeutet für uns die Erbringung der grundlegenden Leistungen, die erforderlich sind, dass wir als Gesellschaft überhaupt zusammen leben können. Und das ist viel mehr als nur Ver- und Entsorgung und Infrastruktur. Dazu gehört auch Kultur und Bildung. Und dieser ganze Bereich sollte meiner Ansicht nach vom Profitstreben freigehalten werden. Profitstreben hilft nicht. Reguliertes Profitstreben macht es auf jeden Fall komplizierter, aber nicht notwendigerweise besser. Und deswegen sollte die Aufgaben der Daseinsvorsorge von öffentlichen Unternehmen erbracht werden, weil das Märchen, dass die das nicht können, da lacht ja keiner mehr drüber heutzutage. Das ist eher erwiesen, dass die genauso gut sein können. Und deswegen Daseinsvorsorge durch öffentliche Unternehmen.